So, hallo und herzlich willkommen zu etwas, was wir ganz lange nicht gemacht haben, nämlich eine Messer-Review. Ich habe hier ein wundervolles Prachtexemplar, wie man schon an der Vollmetall-Verarbeitung sehen kann. Ein technisches Meisterwerk. Das ist das neue in Anführungszeichen Lidl-Messer, also das Lidl-Messer, was es gerade bei Lidl zu kaufen gibt. Und das kostet sage und schreibe 4 Euro. Ist das jetzt tatsächlich ein Schnäppchen, was man Neffe, Nichte, Sohn, Tochter, irgend so jemand in diese Richtung mal mitbringen kann, so als kleines Geschenk, um sie darauf auf den Trichter zu bringen, dass Messer cool sind, beziehungsweise Multifunktionswerkzeuge cool sind und sie gefälligst damit in den Wald gehen sollen? Oder ist das Ramsch? Ja, und naja. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil ich noch nichts damit geschnitten habe. Wenn die Klinge was taugt, dann würde ich sagen, für 4 Euro, wenn man ein Kind damit eine Freude machen kann, dann könnte man da vielleicht drüber nachdenken. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich eher Ramsch, ne? Andererseits haben sie es geschafft, tatsächlich, das kann man hier am Messerrücken schön sehen, hier 6 solche Abteilungen im Prinzip unterzubringen. Und das heißt, das kann man auch hier schön sehen. Hier haben tatsächlich 6 Werkzeuge nebeneinander Platz. Und das ist bemerkenswert, weil beim ziemlich genau gleich großen, bis auf ein paar Millimeter, ist glaube ich 1 oder 2 Millimeter, ja, höchstens 1 Millimeter dicker. Und es ist ja so 1 bis 2 Millimeter länger, also rein vom Gehäuse her in Anführungszeichen. Beim Victorinox Huntsman haben nur 4 Werkzeuge Platz. Das kann man hier schön sehen. Es gibt ein kleines Messer, ein großes Messer, eine Säge und eine Schere. Und mehr hat auf der Vorderseite keinen Platz. Und auf der Rückseite haben wir sogar nur 3 Werkzeuge, die da Platz haben, nämlich der Multifunktionshaken, die Ahle und der blöde Korkenzieher. Wobei mir der Kreuzschlitzschraubenzieher in diesem Fall hier lieber gewesen wäre. Ja, also, erstmal wirkt es, als hätten wir erheblich mehr Werkzeuge auf dem gleichen Raum untergebracht, hier bei diesem Ingenieursmeisterstück. Und auf den ersten Blick, es hat immerhin Metallschalen. Und mit diesen Plastikelementen hier, die dafür sorgen sollen, dass einem die Hand da nicht runterrutscht beim Bedienen, ja, das funktioniert eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja, liegt auch ganz gut in der Hand, muss ich sagen. Also so im geschlossenen Zustand, das ist in Ordnung. Ja, ist alles schön abgerundet. Es gibt hier keine bösen, wehtuenden Grate und Kanten und Ähnliches. Von daher, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Erstmal die beiden außenliegenden Werkzeuge. Wir haben hier zum einen den obligatorischen Zahnstocher. Ja, den hat das Victorinox natürlich auch. Wo ist er? Da ist er. Der Victorinox Zahnstocher, der ist etwas farblich etwas gelblicher, wirkt etwas weniger plastiger und ist etwas länger. Ich weiß es nicht, ob das ein wirklicher Vorteil ist. Außerdem hat er noch so ein paar Unterteilungen, mehr oder weniger, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist zu filigran, da habe ich die falsche Kamera für, aber ist auch wurscht jedenfalls. Ich würde mal behaupten, in der Funktion nehmen sich die beiden Zahnstocher tatsächlich gar nichts. Also Zahnstocher ist schon mal super. Ja? Victorinox Zahnstocher, ob man den braucht oder nicht, kann man sich streiten. Ich habe bei meinen meisten Messern das Ding gegen so einen Miniatur-Fire-Stil ausgetauscht, was lustig ist. Aber hier ist der Zahnstocher noch original drin. Wir wollen ja das Original. Achso, und es hat übrigens hier noch diese wunderschöne Gürteltasche, die mit einem Minimum an Garn vernäht wurde und wahrscheinlich 3 Tage hält. Ich hatte solche Gürteltaschen schon sehr häufig, seit ich denken kann, am Gürtel, weil ich, seit ich denken kann, Fan von günstigen Messern, in die ich im Baumarkt oder sonst wo rangekommen bin, gewesen bin, weil ich halt woanders nicht rangekommen bin. Ich armer kleiner Knilch, der nicht weit weg konnte, ohne Vater zu fragen, ob er einen fährt oder sowas in die Richtung, oder halt soweit mein Fahrrad mich fahren konnte, nur weggekommen bin, und als Bewohner eines kleineren Dorfes bin ich damit einfach nicht bis in die große Stadt gekommen, wo man hätte große Messer kaufen können. Davon abgesehen hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, weil ich das Gefühl hätte, das sei illegal, was
zu dem Alter wahrscheinlich auch richtig war. Das dürfte es auch illegal gewesen sein. Egal. Jedenfalls, solche Messer fand ich schon immer ganz, ganz super. Als kurze Version meiner selbst. Und kann also bestätigen, diese Scheiden in genau dieser Bauart und Qualität mit wirklich minimalstem Garn vernäht. Das Material, das Hauptmaterial ist robust. Ja, das ist auch nicht weiter schwer herzustellen. Das kommt aus der Maschine und fertig. Aber alles, was du hier händisch vernähen musst, und du musst bei diesen Taschen das wohl händisch vernähen, das geht so ratz, zack, 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 ohne jede Achtung auf irgendeine Qualität, dass das schon ziemlich unter aller Sau ist. Ne? Also ich bin mir sicher, dass das nicht lange halten würde, sobald man hier einmal ein bisschen fester dran reißt. Also die Pinzette, die ist verdammt kurz und man muss sie sich zurechtbiegen, wenn man sie in eine Form haben möchte, mit der man auch etwas pinzettieren kann. Sprich, diese Wölbung hier, die musst du dir selber reinbiegen und dann kannst du damit theoretisch, kannst du sie noch weiter auseinanderbiegen. Also die musst du dir wirklich vor Gebrauch so zurechtbiegen, dass sie ungefähr das tut, was man von einer Pinzette erwarten darf. Und sobald du einmal feste drauf drückst, weil du etwas fest greifen möchtest, biegst du sie wieder platt. Ne? Also dann sieht sie wieder so aus. Bedeutet, die Pinzette ist miese Qualität, extrem miese Qualität, viel zu dünn. Und lässt sich in beliebige Form biegen. Man kann die schon als Pinzette benutzen und sie ist sicher besser als die Fingernägel, um eine Zecke irgendwo zu entfernen. Aber verglichen mit der echt richtig, richtig guten Pinzette in den guten alten Schweizer Taschenmessern, die im Auslieferungszustand schon so aussieht, im Auslieferungszustand funktioniert und im Auslieferungszustand hervorragend geeignet ist, um zum Beispiel Zecken zu entfernen, ist das kein Vergleich. Ja, wirklich nicht. Also die ist viel, viel, viel hochwertiger. So, ne? Also wir haben jetzt hier bisher zwei Funktionen, die hat das Schweizer Offiziersmesser modellartig ähnlich. Ähnlich, also beim Zahnstocher ist egal, bei der Pinzette ist sie deutlich besser. Ja, dann gehen wir mal die einzelnen Funktionen durch. 17 soll es haben. Mal gucken, ob wir die finden. Wir haben eine Klinge, die ist bemerkenswert stumpf. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das sehen könnt, aber ansonsten fühlt sie sich eigentlich ganz ordentlich scharf an. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das allermieseste Metall aller Zeiten sei. Und sie hat immerhin auch eine Schleifkerbe, wie beim Original Victorinox Messer. Bis auf die Tatsache, dass sie halt wirklich so eine ziemlich ungut geschliffene Spitze hat, ist das weitgehend auf den ersten Blick fast identisch. Sie ist ein Hauch kürzer. Das ist aber dann bei der Länge sowieso auch schon egal, meiner Meinung nach. Gut, dann haben wir eine Säge. Die wirkt deutlich weniger. Naja, wir machen auch gleich den Direktvergleich. Wertiger als beim Victorinox. Wir haben dieses unsagbar unnötige Gerät. Das ist ein Entschupper. Damit soll man einen gefangenen Fisch entschuppen und mit dem Ding hier an der Spitze soll man angeblich einen Angelhaken entnehmen können. Also vielleicht funktioniert das, wenn das gute Qualität hätte, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu irgendwas gut ist. Zweckentfremden habe ich auch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ansonsten ist noch ein Maßstab drauf. Tatsächlich sogar wenigstens in Zentimeter. Das ist ja auch häufig bei diesen Billigmessern, dass du dann hier Inch hast und kannst da als Deutscher mit Inch jetzt gar nicht mal so viel anfangen. Und ja, das ist dann schon ein Pluspunkt, dass das wenigstens in Zentimeter ist. Und ja, man kann damit 6 Zentimeter abmessen. Immerhin. So, dann haben wir die Schere. Ich mache den Rest mal wieder zu aus vorzeigtechnischen Gründen. Ist übrigens sehr leichtgängig. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Bei der Klinge finde ich das eher schlecht. Bei allem anderen kann das eher gut sein. Ja, Schere wirkt einigermaßen okay. Ich musste hier übrigens dieses Ding nach dem Kauf erstmal richtig hinbiegen. Dieses kleine Drahtdingens, dass das hier überhaupt in der Schere funktioniert. Schneidet die was? Also Papier schon, definitiv. Eine einfache Verpackung von einem Schokoriegel oder irgendwas wird man damit sicherlich auch aufgeschnitten bekommen. Ja, also das ist so ein... Man darf sie halt nicht schräg zum Papier halten. Ist okay, ist kein... Vergleich kommt nachher. Aber funktioniert. Also das muss man ja wenigstens mal festhalten. Das Ding kostet 4 Euro. Das ist lächerlich billig. Ne? Das kostet weniger als eine Packung Schnitzel. Erheblich weniger als eine Packung Schnitzel, wenn es vernünftige Schnitzel sein soll. Also ja, es ist in Ordnung. Schere ist in Ordnung.
Wie gesagt, dieses andere Tool ist relativ nutzlos, dieser Fish and Chopper. Dann haben wir hier dieses Ding. Das ist eine Lupe. Die hat nahezu keine Vergrößerung. Man muss sich super nah an das Objekt, das man sich unter der Lupe angucken kann, möchte, drunter halten. Und wenn man jetzt damit zum Beispiel Schrift vergrößern möchte, die, sagen wir mal, Schriftgröße 10 hat, sowas hier aus dem Manual, dann musste super nah ran, seht ihr hier. Und ja, aber extrem mühsam. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wofür die gut sein soll. Und ich bin sicher, dass wenn du 3-4 Mal drauf drückst, dann hast du sie wahrscheinlich auch schon aus dem Messer rausgebrochen. Es wackelt jetzt schon. Ja, also jedenfalls sicher nicht zum Feuer machen. Garantiert nicht. Dafür ist die Vergrößerung viel zu schwach. Also nee, keine Chance. Ja, und dann haben wir noch einen, auf dem Papier soll es ein Dosenöffner sein. Ich mache die Schere mal wieder rein oder versuche es zumindest. Scheiße, geht schon wieder nicht, weil man muss erst die Lupe richtig und dann muss man hier drücken und dann ist immer noch nicht so wirklich. Nein. Mit etwas Gewalt. Nee, jetzt hat es das Dingens verbogen. Ja, also Zusammenklappbarkeit. Jedenfalls dieser Dosenöffner hier, ne? Der ist stumpf, also der hat hier keinerlei Schneide, die bräuchte er aber, die hat er auch beim Kollegen der Schweizer Firma, hat hier eine kleine Schneide, mit der kann man sich jetzt schwer schneiden, aber zumindest ist das Ding ein bisschen scharf und das braucht es auch, damit man hier mit einer Dose aufbekommt, weil man soll ja dieses Ding hier in die Dose reindrücken und hier würde man dann versuchen, in diesem Stil eine Dose aufzumachen, indem man das hier durch das Metall der Dose drückt. Da das aber absolut stumpf ist und da keinerlei Schneidwirkung, hallo, möglich wäre, ist das völlig für den Eimer. Funktioniert also einfach schlicht und ergreifend nicht. Niemals öffnet man damit eine Dose. Das Ding ist ohne Funktion. So, und dann hätten wir noch einen Schraubenzieher. Der wird Schrauben ziehen vermutlich oder Schrauben drehen genau genommen. Und das andere Ding ist natürlich ein Flaschenöffner. Funktioniert wahrscheinlich auch. So, abgesehen davon, dass ich das nicht mehr wirklich zubekommen habe auf der Seite, haben wir hier noch einen Korkenzieher. Wirkt ein bisschen, naja, weiß nicht, so viel Kraft würde ich damit nicht ausüben wollen, höchstens für einen Korken zu gebrauchen, der ohnehin schon sehr, 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 sehr locker sitzt. Dann haben wir hier so einen Universalhaken. In der Schweiz braucht man den, um Müllbündele zum Müll runterzutragen, wenn man irgendwo weiter oben wohnt. Hintergrund. In der Schweiz funktioniert das mit dem Müll folgendermaßen. Ne? Die haben zu regelmäßigen Terminen Müllabholung. Und was Altpapier und Karton angeht, ist das wichtig, weil die Schweiz ja ein Hochtechnologieland ist, dass jeder ansonsten extrem gut bezahlte Einwohner der Schweiz, so er dann arbeitet, sein Müll zu einem perfekten rechteckigen Bündelchen, meistens auf DIN A4 Format oder halt irgendwas anderem, aber ein perfektes Bündel zusammen, also Karton und Papiermüll getrennt. Das ist nicht etwa beides dasselbe, sondern ein Papierbündel und ein Kartonbündel. Ja, und diese Bündel, wie gesagt, die müssen wunderbar schön zusammen gebündelt werden. Und da bindet man dann noch so eine Schnur drum, also so einmal so, einmal so. Und an diese Schnur, weil damit kann man das dann tragen, dieses Bündel. Ja? Und weil dieses Bündel dann schwer ist, gibt es diesen Haken, damit die Schnur nicht so ins Fleisch einschneidet, am Victorinox-Taschenmesser, das hier aus der Schweiz ist, das eine Land, das eine Verwendung für diesen Haken hat, um ein Bündel zu tragen und kann sein Bündel damit runterbringen zur Papiersammlung. Ja? Und ja, das reicht an dieser Stelle. Ist jedenfalls unterhaltsam für einen Deutschen, wie das mit diesen Bündele funktioniert. Und die Schweizer machen da alle total freiwillig mit und das ist für die total wichtig, dass ihre Bündele schön akkurat sind. Vielleicht kommt die Gesamtakkuratheit der Schweiz durch die regelmäßige Übung akkuraten Bündelbündelns zustande.
Ja, dementsprechend wird auch unsere Papiersammlung oben im Hause meistens auf ein mehr oder weniger rechteckiges Format gebündelt und kann dann wunderbar ohne die Strippen drumherum, davon konnte ich Frau überzeugen, aber es kann wunderbar kompakt runter zur grünen Tonne im Fall von Baden-Württemberg getragen werden. Na, wie auch immer, jedenfalls dieser Universalhaken, das war die Originalbegründung, weshalb es den braucht. Ansonsten kann man ihn natürlich auch noch für andere Dinge verwenden. Topf vom Feuer nehmen oder was auch immer, oder ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe es mal recherchiert gehabt, was für Anwendungsbeispiele es noch gibt. Kann man auch im Internet auf der Seite von Victorinox finden, aber lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Qualitativ ist der ganz okay, da gibt es jetzt wenig auszusetzen. Dann haben wir hier eine Einfädelhilfe laut Gebrauchsanweisung. Damit soll man also irgendetwas woanders einfädeln können. Ich habe keine Ahnung, was du damit wo einfädeln willst. Wenn du hier einen Faden durchfädeln willst, das kannst du natürlich tun. Kannst du damit dann was nähen? Nee, weil das Ding viel zu stumpf ist. Das macht dir vielleicht mit ganz viel Druck ein großes Loch in dein T-Shirt, aber hilft dir das irgendwie weiter, irgendwas zu nähen? Sicher nicht. Und wie dieses globige Teil durch eine feine Nadel durchpassen soll, die man nicht einfädeln kann, ist mir dann auch ein völliges Rätsel, weil wenn das hier durchpasst, dann hättest du auch genauso gut gleich den Faden durchschieben können. Also verstehe ich nicht ganz, was diese Einfädelhilfe bewirken soll. Dann ist das hier die Nagelfeile, die funktioniert, habe ich ausprobiert, da gibt es nichts dran auszusetzen. Dieser Dorn hier ist ein Dreck unter dem Fingernagelentferner, funktioniert auch. Und na, wir haben einen Schlitzschraubenzieher und das da soll eine Ahle sein. Das Quatsch, ein Schlitz, ein Kreuzschraubenzieher haben wir hier natürlich, ne? Und der wird sicherlich auch einigermaßen funktionieren, solange die Schraube nicht zu fest sitzt. Und diese Ahle, die ist für den Eimer, die ist weder spitz genug, um ohne irgendwo durchgedrückt zu werden, außer es ist wirklich, das ist ein ganz weiches Material. Man kann damit bestimmt ein Loch in Käse bohren. Das dürfte funktionieren. Für Nasenbohren vielleicht auch geeignet, immerhin ist das Verletzungsrisiko schön niedrig. Die hat nämlich keinerlei scharfe Kante, keinerlei Schneide schon gar nicht. Also hart an der Grenze, ne? So, das waren, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, eben 16 Werkzeuge mit Pinzette und Zahnstocher mitgerechnet. Das 17. ist eben dieser Karabinerhaken. Das Victorinox hat eine große Klinge, eine kleine Klinge, hat eine Säge, hat eine Schere, das sind jetzt bisher vier Dinge, hat hier einen Flaschenöffner mit Schraubenzieher breit, sage ich jetzt mal, und diesen seltsamen Objekt hier, dieses kleine Nopselchen, das ich glaube ich Kapselheber nennt. Ich habe keine Ahnung, was das genau tut, weil das ist auch ein Kabelabisolierer. Ich weiß nicht, was man damit anstellen soll, ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie benutzt. Und wir haben auf der anderen Seite einen Dosenöffner, der funktioniert, der hat schon Dosen geöffnet, genau dieser hier. Und nochmal ein Schraubenzieher vorne dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf der einen Seite und wir haben auf der Rückseite eben besagten Bündele-Transporthaken. Eine Ahle, die eine Schneide besitzt, ja, also die ist scharf, damit kann man tatsächlich Löcher in jedes nicht super ultra harte Holz reinbohren und sie hat gleichzeitig noch ein Loch, dass man in diesen Löchern theoretisch auch was nähen könnte. Das heißt, man kann also ganz grobe Näharbeiten, irgendein Kleidungsstück, das ansonsten auseinanderfällt, so weit zusammennähen, dass es halt eben nicht mehr auseinanderfällt. Das kann man mit dieser Ahle durchaus tun. Theoretisch habe ich jetzt praktisch nie machen müssen, aber wäre denkbar. Und wir haben eben den obligatorischen Korkenzieher. Ich habe hier noch so einen kleinen Schraubendreher reingeschraubselt, mit dem man Brillen theoretisch beschrauben kann, ne? So, und damit sind wir bei 9 auf der einen Seite plus 10, 11, von mir aus 12, wenn man das Loch extra zählt. Und 13, der Schraubenzieher ist nicht mitgeliefert. Ja, also wir haben tatsächlich bei diesem Taschenmesser weniger Funktionen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, ja, dass, Scheiße, hat sich jetzt total verhängt hier, die Lupe nahezu nutzlos ist,
Ja, minus eine Funktion, bleiben noch 15. Die Schere hat sich jetzt so, da hat sich jetzt dieses Drahtdingens, was für sorgen soll, dass die Schere wieder aufgeht, schön verbogen. Die ist halt scheiße verarbeitet, insbesondere dieser Öffnungsmechanismus. Sie schneidet ein bisschen, aber dieses Drahtdingens, was hier zum Öffnen der Schere dient, das ist wirklich scheiße. Das ist viel zu miese Qualität, zu dünn, zu schräg, zu egal. Also, aber gehen wir davon aus, die Schere würde funktionieren, haben wir jetzt die erste richtige Funktion. Dann haben wir hier einen Flaschenöffner, der funktioniert, Funktion Nummer 2. Der hat auch einen Schraubenzieher, der wahrscheinlich funktioniert, Nummer 3. Der Dosenöffner ist völlig funktionslos und hat auch keinen Schraubenzieher, also keine Funktion. Wir haben den meiner Meinung nach vollkommen witzlosen Fischentschupper. Also ist es eigentlich nur ein Lineal, weil wir keinen Fisch entschuppen werden wollen. Das ganz ehrlich, vergiss es. Ja. Also meinetwegen ist das Lineal noch eine Funktion. Dann haben wir eine Säge, ob die sägt, sehen wir gleich. Und wir haben eine Klinge, ob die schneidet, sehen wir auch gleich. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 5 mit Schraubenzieher. So, und auf der Rückseite haben wir einen Korkenzieher, der theoretisch funktionieren könnte, aber dann ist er wahrscheinlich auch kaputt. Rechnen wir aber mit. Nummer 6, den Haken, der funktioniert. Nummer 7, die seltsame Einfädelhilfe, die bestimmt nicht funktioniert. Die komische Ahle, die bestimmt nicht funktioniert. Ah, die Nagelfeile, die ist Funktion Nummer 8. Und der Kreuzschlitzschraubenzieher, der wäre dann Funktion Nummer 9. Also ich würde dem Ding halbwegs nutzbare 9 Funktionen unterstellen wollen, hat damit also weniger als das Schweizer Taschenmesser, weil da sind alle Funktionen, die vorgesehen sind, tatsächlich nutzbar. Und davon abgesehen, die Schere ist krumm und ansonsten sind die Dinger, also rasten mies ein, passen kaum in ihre vorgesehene Ausbuchtung, wo sie rein sollen, ist auch kein Wunder, weil die sind halt eben gleich breit. Das ist gut verarbeitet, dann passen halt 4 Werkzeuge in so ein breites Messer, die dann aber auch vernünftig einrasten und an ihrem Platz dann bleiben, wo sie hingehören. Und hier hat man versucht, eben 6 reinzupressen, mit dem Erfolg, dass die halt scheiße sitzen und zum Teil schlicht so gut wie nicht wieder reinkriegbar sind, wenn man nicht eine Engelsgeduld hat und das ganz vorsichtig wieder zusammenfriemeln möchte. Außerdem muss man sie in einer bestimmten Reihenfolge einklappen, sonst funktioniert schon gar nicht. Nee, also diese Schere, da ist es mir ein Rätsel, wie ich die da jemals wieder reinbekommen soll. Okay, um das jetzt nicht völlig ins Unendliche ausarten zu lassen, machen wir jetzt noch einen kleinen Schnitztest, ob die Klinge denn was taugt. So, ich habe hier einen Stock, der liegt hier schon eine Weile. Ja, das ist aus unserem Brennholzvorrat. Und ja, das dürfte vermutlich Birke sein. Ja, könnte auch Erle sein. Schwer zu sagen in dem Verwitterungszustand. Das müsste ich mir jetzt schön glatt schleifen, um das genauer angucken zu können. Wir machen mal einen Schnitztest. Ne? Also der sogenannte Power Cut, das ist vielleicht bekannt, das ist hier diese Bewegung. Für uns Männer einfacher als für das andere Geschlecht, womöglich anatomisch bedingt, aber wird halt gerne verwendet, wenn man viel Kraft auf sein zu schnitzendes Holz auswirken möchte. So, und da muss ich sagen, da fliegen mir Späne dieser Größenordnung ab, wenn ich mir da große Mühe gebe. Das Messer ist also, naja, also du kannst, also schaut mal, ja, da passiert gar nichts. Ja, hier vorne ist die Klinge völlig stumpf, da passiert überhaupt nichts. Ja, da schneidest du gar nicht, also hier im vorderen Drittel. Hinten außerordentlich mühsam. Ich habe schon Steinmesser gesehen, die da mehr Holz abtragen. Also fühlt sich im ersten Moment gar nicht so stumpf an. Auch weiter vorne an der Klinge fühlt es sich nicht stumpf an. Aber das muss offensichtlich ein furchtbar billiger oder scheiße gehärteter Stahl sein. Das ist zugegeben ein recht hartes Holz hier offenbar. Aber
Also ich würde mich wirklich dumm und dappert schneiden, wenn ich versuchen würde, den jetzt hier irgendwie durchzuschnitzen mit diesem Messer. Also wirklich scheiße, muss man so deutlich sagen. Was macht denn ein gutes Victorinox im Vergleich? Das ist jetzt auch nicht das beste Schnitzmesser aller Zeiten. Es ist ja ein Multitool. Ja, kann halt alles, nix perfekt. Ein Opinel beispielsweise wäre jetzt wahrscheinlich jetzt rein von der Schneidleistung erfahrungsgemäß, ist ein Opinel da zum Beispiel noch ein bisschen aggressiver, schneidet noch ein bisschen stärker rein. Aber man kann hier zum Beispiel auch alle Werkzeuge zuklappen, ohne Angst haben zu müssen, dass sich irgendwas verklemmt. Muss man aufpassen, dass es nicht wehtut. So. Ja, ja, Welten. Ja, seht ihr, ne? Also, das habe ich bei hier mit dem Victorinox rausgeholt, mit einem Schnitt. Das hier ist die Menge, ja, ihr seht es, da liegt es. Ich glaube, das waren sogar zwei Schnitte, ja, dieser Haufen. Bei dem Messer. Nochmal zum Vergleich. Ja, bestenfalls sowas hier. Winzig. Ja. Ich glaube, ja, also plötzlich ist das Holz nicht mehr so hart. Nee, also Welten. Der Stahl ist offensichtlich eine ganz andere Liga, ganz, ganz andere Liga als das da. Ja, und dann allein bei der Klinge kann man dann verstehen, warum das halt, keine Ahnung, was das gerade kostet, wenn man es aktuell kaufen wollen würde. Muss ich mal vernünftig hinhocken, sonst macht der Rücken nicht mehr lange mit. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht, was die gerade kosten, aber das ist natürlich ein All-Time-Klassiker und alle lieben es, alle kennen es, hoffe ich zumindest. Und kein Vergleich, das Markenprodukt, wirklich überhaupt kein Vergleich zu diesem 4-Euro-Billigteil. Das ist also wirklich eigentlich nur Ramsch. Kann man es irgendeinem Kind schenken? Ja, aber nur, wenn es ein Kind ist, dem man nicht... Also entweder ist es ein extrem armes Kind, extrem arm, und man meint es nicht wirklich gut mit besagtem Kind. Oder nein, also guten Gewissens würde ich das ehrlich gesagt nicht verschenken wollen. Also höchstens so als ja, spiel mal 10 Minuten damit und danach kannst du da hinten in den Fluss schmeißen. Nein, das wäre Umweltverschmutzung, aber ja. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich das Ding gekauft habe, weil es ist wirklich, es war mir ja ziemlich klar, dass es wahrscheinlich völliger Schrott ist und im Grunde tut es mir um die Ressourcen leid, die hier verwendet worden sind. Es ist schon irgendwie Stahl, ja, wenigstens hat Stahl nicht den aller schlimmsten CO2-Fußabdruck, aber trotzdem, ja, im Grunde völlige Ressourcenverschwendung. Und es gibt ja durchaus Lidl-Produkte, die überraschend oder Aldi-Produkte, die überraschend gut sind und die man verwenden kann. Dieses Messer gehört sicherlich nicht dazu, wenn man nicht furchtbaren Frust haben möchte. Also das ist noch genauso scheiße, also gerade auch das Schnitzerlebnis erinnert mich sehr an die Messer, die ich, als ich noch so 10 war oder was, eben für ein paar Mark aus dem Baumarkt erworben habe, weil ich an was Besseres nicht rangekommen bin. Ja, also da hat sich nicht viel an der Qualität geändert. Die Lupe, wie gesagt, ist nutzlos. Viele Funktionen funktionieren eben einfach gar nicht, weil man halt vergessen hat, eine Klinge dran zu schleifen, beziehungsweise eine Klinge dran zu schleifen viel zu teuer gewesen wäre. Und bei diesem super weichen Material kriegst du auch keine vernünftige Schneide hin. Stahl muss ja vernünftig gehärtet werden und der hier ist wahrscheinlich gar nicht gehärtet, vermute ich mal, dass das einfach weggelassen wurde aus Preisgründen. Anders kann man sich 4 Euro auch nicht erklären, zumal daran ja auch noch was verdient werden soll. Materialkosten sind hier also vielleicht 50, 60 Cent, keine Ahnung, zusammengeklöppelt in, weiß ich nicht, von den Kindernhänden, denen man es möglicherweise schenken könnte, keine Ahnung, aber wirklich aller mieseste Qualität. Also
wenn die Klinge jetzt noch halbwegs geschnitten hätte, hätte ich jetzt noch gesagt, okay, für 4 Euro völlig in Ordnung, und damit, da kann ein Kind was mit anfangen. Es kann ein kleines bisschen schnitzen. Aber so, das Verletzungsrisiko ist auch viel zu groß, weil die ist dann doch noch scharf genug, um sich zumindest in den Finger zu schneiden, mit entsprechenden Schmackes. Und dadurch, dass sie nicht vernünftig ins Holz eindringt, rutscht die super einfach ab. Und das ist ja ohnehin bei solchen Messern, ne? Generell, auch beim Schweizer Messer ist das ja ein Problem, ne? Sobald du das Ding irgendwie mal falsch rum auflegst, kann es einklappen. Und wenn du den Finger dazwischen hast, hast du ein Problem, ne? Das ist also schon nicht das sicherste Messer in der Handhabung. Das ist ein feststehendes Messer. Was dieses Verletzungsrisiko dieses Einklappens angeht, ist da wirklich weniger gefährlich. Natürlich sollte man, wenn man immer so schnitzt, in diese Richtung, klappt das ja auch nicht ein. Aber es gibt da wirklich sicherere Varianten, wo dieses Risiko einfach generell nicht passiert. Oder man möchte sein Messer mal eben schnell einklappen und denkt nicht dran, hier die Finger wegzunehmen, weil man es halt noch nicht schon 734.000 Mal gemacht hat. Aber das kann hier natürlich auch passieren. Dafür, wie gesagt, ist es scharf genug, dass man sich in den Finger schneiden könnte. Und gerade wenn du jetzt hier versuchst, mit kindlicher Kraft Druck auszuüben, um dann halt doch noch mit... Ich rutsche die ganze Zeit ab, weil das Messer einfach nicht ins Holz eindringt. Und das erhöht natürlich enorm beim konzentrierten, so jetzt will ich aber einen tiefen Schnitt, jetzt will ich einen tiefen Schnitt, zack, und abrutschen und am besten noch weit abrutschen. Und dann sitzt da drüben der Freund und dann hat der Freund das Messer im Bauch und solche Sachen. Sowas ist wirklich, wirklich gefährlich. Eine scharfe Klinge ist viel weniger gefährlich als so eine unberechenbare, stumpfe Angelegenheit. Wäre es noch interessant gewesen, ob man das schleifen kann, aber da ist eine Schneide dran, die ist gar nicht mies. Die fühlt sich wirklich an wie eine vernünftige Schneide, der Stahl ist nur einfach viel zu weich. Das Problem, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich kein Stahlexperte bin, aber dafür reicht's. Ja, also Ramsch war zu erwarten. Nochmal, sorry liebe Umwelt, dass ich den Scheiß gekauft habe, aber ich war neugierig, ich wollte das jetzt einfach wissen. Und ja, sorry an euch, dass das wieder so ausgeartet ist, das hätte man natürlich kurz erfassen können, aber ja, macht's gut. Bitte nicht kaufen nach Möglichkeit.